Hallo Leute, heute in Elektro der Ringe in 5 Minuten. Oktober 2024, meine Wärmepumpe schafft eine Jahresarbeitszahl von 5,8 aufgerundet 6. Wie funktioniert das? Ist das hier Zauberei, weil ich jetzt hier so gut rumkaspere? Oder ist das einfach nur die technischen Daten optimal ausgenutzt? Oder wie habe ich das hinbekommen? Weil vielleicht schafft der eine oder andere einfach nur 4,5 oder sowas. Und das sind hier meine Tricks, wie ich das alles mache. Ich zeige es euch auch mit den ganzen technischen Diagrammen etc. Und wird das auch noch im Winter, im Dezember, Januar so sein? Das hier alles in diesem Video. Bleibt auf jeden Fall dran, wird spannend. Also hier nochmal der konkrete Beweis aus der Weiland-App meiner Wärmepumpe. Hier Oktober 2024, Energieeffizienz über den ganzen Monat 5,9. Was ich selbst sage, ist wirklich Bombenwert, weil das bedeutet, ich schicke eine Kilowattstunde Energie rein und bekomme 5,9 Kilowattstunden Wärme raus, was gigantisch ist. Hier sieht man es nochmal, das sind 211,3 Kilowattstunden an Energie, was ich reingeschickt habe. Umweltertrag, das bedeutet, was ich aus der Umwelt, der umgebenden Luft entzogen habe, sind 1053 Kilowattstunden. Und 1251 Kilowattstunden habe ich somit erzeugt. Ihr seht selbst in der Abbildung, es fehlen noch ein paar Tage, also der Oktober ist noch nicht ganz abgeschlossen, muss ich fairnesshalber dazu sagen. Aber da sind nur noch 5 Tage fehlend. So, wie habe ich das hinbekommen? Also die erste Abhängigkeit ist die Temperatur, die Außentemperatur. Einmal, die schauen wir uns hier an. Also so sieht der Temperaturverlauf aus. Man sieht, es waren sehr warme Tage dabei, oft sogar mal 23 Grad Höchsttemperatur am Tag. Aber wenn man sich den Durchschnittstemperaturverlauf ansieht, sieht man am ersten, man startet hier mit 18 Grad, es geht langsam und stetig die Temperatur ab. Genauso die Tiefstemperatur, die bei 6 Grad am 1. Oktober noch liegt, nimmt auch stetig ab. Aber man sieht, man hat hier eine Temperaturdifferenz von 12 Kelvin, also 18 minus 6 Grad, sind 12 Kelvin oder 12 Grad Temperaturdifferenz und das nutze ich hier schon mal aus. Denn es macht einen riesen Unterschied, ob ich meine Wärmepumpe bei 6 Grad im Schnitt betreibe Außentemperatur oder bei 18 Grad Außentemperatur. Und sagt man sich natürlich, ja, aber die soll ja durchlaufen. Also wenn die durchläuft, dann habe ich ja gemittelt 12 Grad, ist aber immer noch schlechter. Beziehungsweise gucken wir mal rein in die Tabelle, was Weiland angibt bei ihrer Wärmepumpe für einen COP, also für eine Jahresarbeitszahl. Also, hier roter Balken bedeutet 18 Grad, blauer Balken bedeutet 6 Grad. Unten auf der X-Achse ist die Temperatur aufgetragen und auf der Y-Achse der COP oder die Jahresarbeitszahl. Je höher, desto besser. Also gucken wir uns mal den roten Balken an, dann sieht man hier, der ist bei 18 Grad eingetragen, dass hier der maximale COP, den ich bei minimaler Leistungsabgabe schaffe, bei 5,5 beträgt. Und der maximale COP bei minimaler Temperatur, also im Oktober jetzt hier von sagen wir mal 6 Grad, wäre ich nur noch bei 4,7 vielleicht sowas. Und da leite ich schon meine erste Strategie ab. Also erst die Wärmepumpe einschalten, wenn es warm draußen ist. Und deswegen schalte ich meine Wärmepumpe immer erst in der Früh ein, zwischen 8 und 9 Uhr. Wenn es draußen schon ein bisschen wärmer ist, wenn vielleicht die Sonne schon rausgekommen ist, das alles schon ein bisschen aufheizt, dann ist es für die Wärmepumpe effizienter zu arbeiten. Dann, welchen Vorteil ich noch habe, bauartbedingt, und zwar meine Wärmepumpe ist ja unterm Hausdach drinnen, direkt an der Hausmauer dran. Also ihr wisst ja vielleicht, das ist ja nur vielleicht Meter entfernt davon. Gerne die Videos, wie ich die Wärmepumpe installiert habe, mal angucken. Da seht ihr das genau. Und durch das habe ich hier auch immer eine höhere Wärme oder was sagen wir, die Abstrahlung, was ich aus dem Haus habe, kann ich hier auch wieder mit aufnehmen. Ist zwar nur geringfügig, aber es ist am Haus ist es immer ein Stück wärmer als sagen wir als 2-3 Meter vom Haus entfernt und unter Dach vom Haus aus auch noch. Und das nutze ich hier ebenso noch mit.
Und was man natürlich auch noch sieht, wenn es wärmer draußen ist, dann geht die Effizienz der Wärmepumpe natürlich auch wieder runter. Also er hat so sein Maximum, wenn es draußen um die 13, 12, 13 Grad hat. Das ist die optimale Temperatur der Wärmepumpe. Und das versuche ich immer so ein bisschen auszuloten. Dass ich bei mir in der App die Außentemperatur sehe, kann ich da selber ein bisschen noch mitsteuern. Ja, weil ich es gerade in den Kommentaren lese unter dem Video, die gerne Fragen auch runterschreiben. Ja, aber dann kühlt doch das Haus aus über die Nacht, wenn die Wärmepumpe ausgeschaltet ist. Ja, das ist richtig, das kühlt ab. Ich habe es immer so gemessen zwischen der Ausschalttemperatur, also was ich gerade im Wohnzimmer habe, zum was ich dann in der Früh habe. Das sind 2 Grad. Merkt man nicht. Ich heize das Ganze auf 23 Grad auf und fällt dann ab auf 21 Grad. Und neben der Außentemperatur, die ja jetzt immer weiter sinkt, kann ich natürlich auch noch die Vorlauftemperatur. Also von dem Außentemperaturniveau wird ja auf das Vorlauftemperaturniveau das Wasser erwärmt, also das Potenzial ja, erhöht. Und da bin ich natürlich auch abhängig, wie hoch mache ich das denn? Weil je höher ich das mache, desto niedriger ist wiederum die Effizienz. Und das können wir uns hier kurz mal in dem Diagramm angucken, was wir jetzt gerade haben, war bei einer Vorlauftemperatur von 35 Grad. Jetzt hier im Vergleich mal eins dazu mit 55 Grad, also zusätzlich nochmal 20 Kelvin oder 20 Grad obendrauf. Sondern wenn man jetzt hier einfach mal ganz kurz raufguckt, denkt man sich, naja, so viel sieht die jetzt die Kurve vom Unterschied ja nicht aus, weil gut, der Buckel hier bei 13, 14 Grad ist jetzt hier weg, aber sonst sieht das auch ziemlich gleich aus bei 55 Grad im Vergleich zu den 35 Grad. Ja, Leute, aber guckt euch mal die Jahresarbeitszahl an. Und da ändert sich nämlich gravierend was. Da sind wir nämlich hier bei meinem 18 Grad, sind wir dann nur noch bei so, ja, ein bisschen über 3. Also 3,2, 3,3 und bei der niedrigen Temperatur, also bei 6 Grad Durchschnittstemperatur, sind wir hier bei roundabout 3 im besten Fall. Und das immer dran denken: Die Vorlauftemperatur ist ein richtiger Effizienzkiller. Ja, jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, ja, wie kann ich denn die Vorlauftemperatur senken? Wie soll denn das funktionieren? Dann kann ich ja nicht mehr so viel heizen. Ja, dazu gibt es 2 Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist die Zeit. Also ich kann mit niedriger Vorlauftemperatur fahren, wenn ich länger fahre. Das Maximale, was ich an einem Tag fahren kann, sind 24 Stunden. Aktuell fahre ich von 8 Uhr in der Früh bis, sage ich mal, ja, soll es 8 Uhr abends sein, also 12 Stunden, was ich fahre. Das heißt, hier kann ich noch die Zeit optimieren, hier könnte ich mehr Zeit drauf geben, mit der Vorlauftemperatur zu spielen. Werde ich jetzt im Anschluss dann auch machen. Und der zweite Hebel, den ich habe, ist die Heizkörper oder respektive die Fläche größer machen, also Stichwort Fußbodenheizung. Da dieses Haus, mein Pilothaus, wie man sagt, keine Fußbodenheizung hat, geht das nur über Heizkörpern. Die ganzen Heizkörper, was alle drin sind, sind ja halt schon 40 Jahre alt. Außer der bei uns in der Diele, der ist ja neu geworden, der ist neu gebaut worden, also den habe ich neu einbauen lassen und zwar in groß. Und was auch noch ist, das ist Heizkörper sauber putzen, dass die Wärmeabstrahlung mehr ist. Das bringt auch 1-2 Grad Vorlauftemperatur ohne Probleme gleich, was ich runter machen kann. Und Lüfter. Die Lüfter bringen, ich sage mal, ja, wahrscheinlich 30, 40%, was die richtig hier Vollgas machen. Ja, jetzt der Blick in die Zukunft. Werde ich einen COP von roundabout 6 halten können im November, Dezember, Januar, Februar? Ganz klar, nein. Warum? Nein. Erstens ist draußen Außentemperatur sinkt ab. Ich gehe dann davon aus, dass wir wahrscheinlich durchschnittlich, naja, so auf 0 Grad ums Einpendeln werden. Dann, was ich auch noch habe, ist, ich brauche dann wieder eine höhere Vorlauftemperatur. Und ja, ich muss das
Wärmepumpe leider den ganzen Tag laufen lassen. Also habe ich die Nächte auch nicht mehr mit dabei. Aber ich versuche natürlich da auch wieder interessante Regelstrategien herauszufinden, um natürlich so günstig wie möglich zu heizen. Davon könnt ihr natürlich wieder mal ausgehen. Und was man natürlich auch noch machen muss, ist das alles in Abhängigkeit von Sonne. Weil mir ist ein COP von 2 bei bestem Sonnenschein lieber wie ein COP von 4, wenn die Sonne gar nicht scheint. Weil einmal kostet es mir Geld und im anderen Fall kostet es mir hier kein Geld. Also das noch so als abschließende Worte dafür. Bin selbst gespannt, wie es jetzt dann im November, Dezember, Januar, Februar wird. Also die harten 4 Monate. Und der Cold Four. Und dann schauen wir mal wieder weiter. Bis dahin, wünsche euch eine schöne Zeit, werdet nicht krank und macht's gut. Gerne Abo da lassen und auf Wiederschauen. Tschüss.